Was gibt's denn bei dir zu essen? Nee, und wie schon gesagt, also ich habe es gestern, wir haben gestern die Geschichte um Soma fertig gemacht, haben jetzt bin ich gerade am Überlegen, die Hütte, also das Haus der Seherin gebaut und dann bin ich nach Asgard gegangen. Kartoffelpuffer. Lecker. Und ja, die Frage des Tages. Passen eure Möbel zusammen? So. Ganz toll. Wir sind auf jeden Fall in Asgard. Willkommen. Und eigentlich sind wir Odin. Holy shit, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, wie geil. Okay, ich will erstmal Schätze sammeln. Wir brauchen eine Strategie, um mit diesen Eindringlingen fertig zu werden, Thor. Du kannst dich nicht aus dem sicheren Tod herausprügeln. Wer zerschmetterte den Schädel von Trym, König der Jötner? Wer erschlug Geirrt, den Gigantischen, mit einem glühenden Eisenstück? Ja, schon gut. Und das war wirklich beachtlich. Doch die Vergangenheit steht fest. Es ist unsere Zukunft. Oh, ich feiere das gerade so sehr. Scheidet die Zukunft nicht, man Oh, ich feiere das gerade so sehr, ne? Komme ich da einfach so hochgeklettert? Ich weiß es nicht. Tor, die helle Kerze. Oh Gott. Kann ich hier einfach hochklettern? Nein. Kann ich hier hochklettern? Sehr gut. Oh mein Gott. Also wir sind gestern auf jeden Fall dann zur Seherin. Valka hat uns einen Trank gebraut, damit wir unsere Visionen nochmal. Wie komme ich denn da rüber? Ach, das ist da oben. Ach Gott. Ja. Oh. Wie kommen wir denn da hin? Warte, so viel höher ist das gar nicht. Es kommt von da drüben. Oh yeah. Oh, okay. Man entscheidet. Ja, warte, ich kann gerade Bis nicht. ans Ende Asgards jagen, wenn ich muss. Und lässt unsere Heim ungeschützt zurück. Ohne deinen Hammer werden wir sicher bald überrannt. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall sind wir dadurch, dass ich diesen Trank genommen habe, jetzt in Asgard gelandet. Und durchleben eine Vision von Odin. Nee, da muss ich hin. Ach komm. Da muss ich hin. Aber wie? Komme ich hier hochgeklettert? Nein. Hier? Aber das müsste eigentlich das Ding sein, mit dem ich da hinkomme. Warte mal.
Welcher Trank? Das ist so ein Trank gewesen, mit dem wir unsere Visionen Das war nicht gut. Das war nicht gut. Wie komme ich denn da hin? Ja, komm, wir machen erstmal die Quest, glaube ich. Vielleicht kriegen wir ja irgendeine Fähigkeit, mit der wir dann besser springen können oder so. Bei Burisheiern. Wir sind Äsir. Wir schleichen nicht herum wie Alpen. Wir kämpfen. Und wir kämpfen auch. Für unsere Heimat, für unser Volk. Doch nicht alle Probleme können mit dem Kopf eines Hammers gelöst werden. Nenn mir eines. Harvey, sei das Zünglein an der Waage. Was ist los? Wieder eine Invasion? Kriege aus Jötunheim. Sie greifen von allen Seiten an. Während wir auf unseren zittrigen Händen sitzen und unserem Arsch kratzen. Wohl kaum, Thor. Viele Äsier wurden in alle Winkel von Asgard entsandt. Nur wir vier verbleiben zum Schutz der großen Halle. Harvey, die nennen mich ja Harvey. Ich werde sie persönlich nach Jötunheim führen. Eine solche Schwächung können wir uns nicht leisten. Die Einherja müssen unsere Stadt verteidigen. Oder? Harvey ist doch Odin. Ich würde sie herholen, um die große Halle zu verteidigen. Diese Invasion ist zu groß, als dass wir uns aufteilen könnten. Das ganze Gerede hilft uns nicht weiter. Kämpfen oder sterben. Schweigt! Alle miteinander! Wir tragen den Kampf zum Feind, bevor er Bifrost überquert. Wohl gesprochen, Rabengott. Nenne jene, die an deiner Seite deswegen kämpfen sollen. Thor, Herr des Donners, Tyr, Bewahrer der Gerechtigkeit, Freya, Königin Asgards. Ich bin ein Freund der Gerechtigkeit. Ich brauche nur einen. Dich, Tyr, Bewahrer der Gerechtigkeit. Mit vereinten Kräften werden wir den Feind wie Spreu zerstreuen. Ja, wie ein Frischer werde ich mich durch die Feindesheime kämpfen, Wütender. Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu schützen. Waren andere Kreaturen unter den Jötner? Drauger, Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Harvey? Hat dir deine Weitsicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Ich bin an deiner Seite, Harvey. Teilen wir ihre Strafen aus. Okay, da oben. Ja gut, auf dem Weg können wir ja hier unten eben die Sachen sammeln. Ja, ja, Loki, der macht lieber Party, anstatt da aufzupassen. Oder stellt Frauen nach. Ja, Schabernack halt, ne? Der Gott des Schabernacks. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ja, ja. Ich muss trotzdem erstmal hier, lustig Schätze sammeln. Komme ich denn da unten irgendwie rein? Lass mich mal eben gucken, ob es hier irgendwo einen Eingang gibt, dass hier doch... Die Schlacht ist noch nicht gewonnen! Ich wollte gerade sagen. Hier ist doch was. Ivaldes Schmied. Nicht lang. Nee.
Brief von Ivaldis Sohn. Vater, verlier nicht den Mut. Derweil du für einen undankbaren Herrn schuftest, geht das große Werk voran. Wir haben in größerer Tiefe gegraben, als selbst Yggdrasils Schlangen je erreicht haben. Und wir hören noch lange nicht auf. Unser Volk wird im Schoß des Berges sicher sein, wenn der rußrote Hahn singt. Erdulde dein Los, wie du es sicher wirst. Es ist nur ein Kräuseln im ewig fließenden Fluss der Zeit. Alf. Ymirs Tränenstein, okay. So, warte mal. Okay, ich habe eine Idee, wie ich da rankomme. Ja, ja, der gute Loki. Ich glaube, der hat Mist gebaut. So, dann haben wir hier wahrscheinlich auch noch eine Träne. Brief von Ivaldes Sohn. Vater, deine Hinweise waren mir bei unserer Arbeit eine große Hilfe. Frosty hat große Fortschritte in der Runenkunde sowie bei Bildungszaubern größerer Stärke und Haltbarkeit gemacht. Hinterlasse mir mehr deines Wissens, verstreut oder von neidischen Augen versteckt. Möge es seinen Weg in fähige Hände finden. Verzweifle nicht, verliere nicht den Glauben an das große Werk. Du bist der Heimat fern, doch unseren Herzen nah, Alf. Ich hätte mir einen Zahn ausgeschlagen. Ne? So, die beiden haben wir jetzt. Das heißt, wir können einmal dahin. Nee, auf jeden Fall habe ich hier halt gestern Pause gemacht mit Asgard, weil ich mir gedacht habe, mal so. Führe uns zum Ruhm, Harvey. Ja, ja. Krieger, folgt mir. Ihr anderen beschützt die große Halle. Zu mir. Diese Schlacht weihe ich mir selbst. Komme ich hier irgendwie runter? Da. Aua. Dahinter. Haben wir sonst noch was auf dem Weg? Nein. Das heißt, wir können einmal dahin. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie wieder hochkomme. Ach komm, so hoch ist das gar nicht. Oh, das Wasser sieht schon schick aus.
Nicht so PlayStation 2-mäßig wie Watch Dogs. Komm ich hier? Da drüben. Oh Gott. Und hoch da. Und hoch da. Ja, ist ja gut hier. Tür. Ganz ruhig. Okay, das war doof. Sie vernehmen unsere Sinne durch Zauberei. Töte sie, dann sterben ihre Trugbilder. Boah, Eivor. Ist aber schon, ne? Aber entwickelt sich diese Geschichte vielleicht so ein bisschen wie bei Odyssey, dass wir auf einmal die Tochter oder die Urgroßenkelin von... dass wir irgendwie die Tochter oder Urenkelin von Odin sind oder so? So ähnlich wie das mit Cassandra war? Au. Okay. Ja, das sag ich dir aber auch. So, nice. Heimdalls Turm. Eher, dass die Story in eine ganz andere Richtung geht. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also am Ende habe ich das ja auch nicht erwartet, was bei Odyssey rauskam. Ich werde es nicht spoilern. Tor? Ihr seid so zerbrechlich! Okay, warte mal. Komme ich hier irgendwie runter? Den Schatz da noch haben.
Also ich bin sehr, sehr gespannt. Sie können sich eigentlich nicht erlauben, neben den Charakteren auch noch die Story zu recyceln. Das glaube ich nicht, dass sie das machen. Das wäre zu viel des Guten. Ja. Das wäre wirklich zu viel des Guten. Aber... wer weiß, wer weiß, wer weiß. Jo, lass es dir schmecken. Was zum Sprengen. Warum sind denn hier keine Sprengsachen?